Feuer aus dem Eis. Zock ist fest entschlossen, den Balrog aus dem gefrorenen See von Serigost wieder auferstehen zu lassen. Das darfst du nicht zulassen. Belohnung, Verbesserung, Drachenbeherrscher, 23.935 Erfahrungspopel und 1100 Geld. Und damit Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Wo wir genau das jetzt starten, ohne lange Umschweife. Also, starten. Das Ritual hat begonnen. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Targaroth! Wir rufen dich aus deinem Grab! Erhebe dich und schließ dich uns an! Dummkopf! Du wirst das Ritual nicht stören! Targaroth wird sich erheben! Doch nicht für Sauron! Er dient in meiner Armee! Einer Legion der Toten! Besser als alle Armeen Mordors! Jeder wird sie kommen hören! Denn sie rufen meinen Namen! Sorg! 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 Sorg. Der ist auch ein bisschen durch, ne? Besonders anfällig für Feuer. Fernkampf, Hinrichtung und Schleichen. Das ist schön. Fluchmeister. Erhöht den Fluchschaden, den er selbst und seine Verbündeten anrichten. Nicht gut. Unerschütterlich. Kann niemals gebrochen werden, selbst mit niedriger Gesundheit nicht. Okay, Nekromant. Ist klar. Bestien schlechter, ist klar. Rauchbombe. Klassenbonus Jagdspeer. Erzündet durch tödliche Wunden. Giftfest und immun gegen Fluch. Aber Fernkampf in Richtung und Schleichen. Doch noch erwischt. Du guckst in die falsche Richtung. Mist. So, haben wir ein bisschen Energie und jetzt müssen wir erstmal die Dinger hier reinigen. Gut, dass ich nicht sehe. Aua! Oh, ich bin fast tot. Oh, ich bin tot. Oh, das dauert mega lange. Ich bin schon wieder tot. Oh, falsche Taste. Nein, falsche Taste gedrückt. Das ist ja schade. Ich gab dir den Ring aus gutem Grund, Talion. Hm. Nochmal. Wie kam ich auf einmal nicht mehr weiter? Ich weiß nicht warum. Das war voll komisch. Das Ritual hat begonnen. Ja. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ja. Targaroth! Wir rufen dich aus deinem Grab! Ich hoffe, der labert sich jedes Mal so viel, aber wahrscheinlich schon, ne? Schön, dass er das im Ladebildschirm macht. Es klappt. Targaroth lebt! Er lebt! Thank you.
Kann ich leider nicht überspringen. Tut mir leid. Doch nicht für Sauron. Ist ein bisschen nervig. Er dient in meiner Armee. Einer Legion der Toten. Besser als alle Armeen Mordors. Jeder wird sie kommen hören. Denn sie rufen meinen Namen. Sorg! 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 Kann man ihn festnageln? Kann man, ja. Los. Deine Mutter erhebt sich. Komm, komm, komm! Ja! Ich bin gleich tot. Ich hauchte dem Tod Leben ein und du ruinierst es! Dies war mein Meisterwerk und du zerstörst es! Dafür wirst du sterben, Grabwandler! Haut ihn noch mal um und ich erledige ihn. Zwecklos. Das ist Ich muss mich irgendwie aufladen. Mist. Lass diesen räudigen Hund nicht entkommen! Findet ihn! Alter, ich habe gar keine Chance gehabt. Spiele nicht mit der Natur, Tal. Wie, warum dreht mir das so durch, Alter? Ich glaube, es ruckelt gerade ein bisschen bei euch, ne? Sehe ich gerade? Ja, wie soll ich denn Urus aufzählen, wenn keine mehr da sind? Ich glaube, es hat gerade bei euch geruckelt. Ich hoffe nicht allzu lange. Ich habe das nur gerade gesehen. Ich hauchte dem Tod Leben ein. Naja, jetzt geht's ja. Und du ruinierst es. Dies war mein Meisterwerk. Und du zerstörst es. Dafür wirst du sterben, Grabwandler. Naja, bleib mal locker. Ah.
Ja, ich weiß, es geht nicht. Wie gefällt dir der Fluch? Der dunkle Herrscher lehrte mich. Das mal nicht blocken. Triff mich doch! Geht's dein? Ich will da hin. Mann! Sind meine Dummen. Dein Leben gehört dir! Mist! Boah, der Typ Assi, das war daneben. Boah, nervt der, Alter. Oh, und dann jedes Mal diese verfickte Ansage, ne? Oh, ich kann den nicht überspringen, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Klingt das? Der ist anfällig für Fernkampfangriffe, ja, aber das ist ja schön und gut. Also, vielleicht soll ich nochmal meinen Grauk rufen oder so. Nein, und du ruinierst es! Dies war mein Meisterwerk! Und du zerstörst es! Dafür wirst du sterben, Grabwandler! Mann! Ist der Ziel, fällt dir der Fluch? Der dunkle Herrscher lehrte mich nie. Mir doch egal. Ich komme nicht an den durch, ne? Hä? Was denn jetzt schon wieder? Warum? Ich kann ihn nicht, kann ihn überhaupt nicht. Schaffen wir nicht, gleich tot. Jetzt tot. Ja. Ist gut. Danke. Oh, nerv. Du weißt, dass es Schlimmeres gibt als den Tod. Darum wurdest du auserwählt. Ich habe das Gefühl, ich muss Abstand halten von dem Penner. Ich weiß sonst nicht, wie ich den alle machen soll. Wir kommen gut durch, bis. Ja, bis er dann ausrastet, ne? Und dann ständig seine scheiß Pfeile wirft und dann, ja, bis dahin sind wir gekommen, aber. Dummkopf! Ich hauchte dem Tod Leben ein und du ruinierst es! Dies war mein Meisterwerk! Ich habe keine Chance gegen den, überhaupt nicht. Dafür wirst du sterben, Grabwandler! Ist der anfällig gegen Gift? Sorg. Feuer, entflammbar, wir müssen den anzünden. Wir müssten den anzünden. Frost. Feinde in Brand.
Haben wir zwar ein bisschen weniger Gesundheit, aber was soll's, ne? Machtzuwachs, Zorngewinn, hier vielleicht auch nochmal was anderes. In Richtung Gesundheit. Alles irgendwie auf Brand. Brand, 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 Brand. Nein. Das hier wäre gut. Hm, 32 Gesundheit. 29 Gesundheit. Also der wäre wohl. Haben wir hier noch irgendwas? Einfrieren. Ansonsten hatten wir nicht mal irgendwas verfluchen? Hatten wir nicht mal eine Waffe, die Feuer gemacht hat? Hm, 40% einfrieren. Ich habe eine Hinrichtung, 33 Gesundheit wieder her. Ich würde sagen, den. Hier. Verbündete Bestien. Schaden von verbündeten Bestien. Alter, der Typ ist echt schwer. Der ist echt nicht klein zu kriegen, ne? Die Dauer von Feuer wird bei Feinden um 100% erhöht. Das können wir auch mal machen. Das verbessern wir mal. Und rüsten den auch aus. Und dann noch ein Bogen, der Feuer macht am besten. Erhöhter Fernkampfschaden gegen brennende Feinde. Chance, dass ein Kopfwerfer gegen einen Brand steckt. Ja, hallo? Bereit, erneut zu sterben. Mist. Das klappt ja schon mal besser. Solange er benommen ist. Anfällig für Feuer ist immer gut. Ja, verflucht kann ich jetzt gerade mit leben. Das war's? Du hast mich getötet. Hm? Doch lass mich dir etwas verraten. Das war's noch nicht. Nekromanten sterben niemals. Ja, sehen wir gleich. Siehste, ging doch ganz gut, wenn man weiß wie. Man muss die Schwäche ausnutzen. Das war's. Ich glaube, das war's. Erstmal. Dann war Karnens Opfer nicht umsonst. Boah. Hat ein Krampf, ey. Hat ein Krampf. Leck mir am Arsch. Yay, Drachenlied. Und Stufe 40, sehr gut. Darf ich mal schnell? Ich würde gerne Drachenlied ausrüsten. Also es ist manchmal von Vorteil, wenn man nicht immer nur die stärkste Rüstung hat, sondern auch mal die dem Gegner entsprechende Rüstung, ne? Drachenlied. Du kannst einen Drachen herbeirufen. Das rüsten wir erstmal aus. Achso, wir haben noch einen Punkt. Toll. Punkte. Ich hasse Punktevergabe. Nix gut Funktion. So. Winteratem, Elbenlicht. Machen wir mal hier. Zack. Lassen wir aber erstmal auf Gift wieder stehen. So, Inventarski haben wir ein neues Messerchen bekommen. Stufe 41. Schön. Führe eine Schleichtür um einen Hauptmann aus. Setzen Feinde immer in Brand. Schnelles Werfen gefriert das Ziel alle 48 Sekunden. Okay. Das ist ja ganz schön. Dir war, glaube ich. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf das Stärkste, was wir haben. So,
war der und hier war es, glaube ich, der. Wenn ich mich nicht irre, 41, ich glaube, ein höheres hatten wir nicht, ne? Dumm, 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 wir haben so viel. 37, 12, 17, nö, 41. Und den Mantel noch hatten wir 31, da haben wir 38. Töte einen Feind vom Rücken eines Reittiers. Und Stellpro Schleichtötung, genau den. Und dann haben wir es auch schon. Haben wir sonst Juwelen bekommen? Haben wir nicht. So. Zock es hin. Da schleichen so ein paar Iopais rum. Moin. Zock ist verrückt, aber er macht einen. Und da ist der Balrog. Schlag, der Waldläufer. Ach, ich dachte schon, ich werde gar nicht mehr bemerkt hier. Du auch noch? Tu dir keinen Zwang an. So, dankeschön. Und dann haben wir das. Dann schauen wir mal in die Aufträge. Es ist immer noch was übrig von Kanan. Armee der Toten. Minas Morgul. Zocks Akolyten unternehmen einen letzten verzweifelten Versuch, Zock und sein und eine Armee der Untoten aus den Opfern der Belagerung von Minas Ithil wieder aufstehen zu lassen. Halte sie ein für alle Mal auf. Ja, klingt doch gut, würde ich sagen. Das machen wir dann, indem wir mal eben schnell dahin reisen. Siehste, man muss nur wissen, wie man den Hauptmann. Siehste, ja, war kackschwer, nachdem er 5-5 hier in Brand, dann war er benommen und dann ging das Ruppel die Katz, ne? Der hat gar keine Chance gehabt diesmal. So wie wir vorher keine Chance hatten. Das ist immer toll. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Wissen wir bereits, wir waren schon mal hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Lass mal raus. Dum, 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 dum. Da oben. Ich sehe zwar immer noch keinen Sinn hier, ehrlich gesagt. Ich guck mal kurz auf die Armee von dem. Können wir das irgendwie zurückerobern? Irgendwie nicht, ne? Weil die haben keine Leibwächter und nix. Ich weiß nicht, was hier die Voraussetzung ist. Um hier die Burg zurückzuholen. Wir haben auch nichts dafür bei uns hier drin. Wir haben nur noch Gashgor. Cirith Ungul, Nurn, Serigos haben wir. Nur noch Gashgor, die wir erobern müssen. Ansonsten haben wir halt nichts, auch nichts auf der Karte, dass es das irgendwie erobern lässt. Nüscht. Einfach nüscht. Nüscht, nüscht, nüscht. So, ich tu mal eben hier rüber reisen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Und bis zum bitteren Ende und auch zur nächsten Folge. Das war nicht Zocks Ende. Er wird sich wieder und wieder erheben. Dann sind wir auch nicht am Ende mit ihm. Genau. Aber ich bin jetzt mit der Folge am Ende. Von daher, ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.